Du kannst, wenn du den einmal seitlich anschießt, sodass er sich anfängt zu drehen, dann lässt er manchmal Items fallen. Weiß, aber was? Was war das für eine Nachricht? When you go into the house, Ach so, don't. ja, wenn du in das Haus von einem Steiger reingehst, dann mach sie nicht sauer. Don't take them off, also mach sie nicht wütend. Ich erinnere mich an Star Fox, da war auch eine Nachricht. These guys are going to take me off. Das hat Slippy irgendwo, glaube ich, im zweiten Level gerufen, weil ihm die Gegner auf den Keks gegangen sind, weil sie nicht von ihm loslassen wollten. Kann ich gar nicht verstehen. Ich meine, Froschschenkel von Slippy sind doch bestimmt richtig ekelhaft. Er ist schon so grün und angelaufen und hat so eine ekelhafte Stimme. Den kann man doch gar nicht leiden. Ich habe ein Video gesehen, das fand ich sehr genial. Da war Slippy. Das war in Star Fox Assault eine Mission, die zweite, glaube ich. Da ist Crystal in der Luft und schießt auf Slippy. Okay. Ja, da siehst du halt, wie, es ist wahrscheinlich eher so Fail, zufällig aufgenommen, aber es sieht aus, als würde Crystal mit ihrem A-Wing auf Slippy schießen. Was halt irgendwie sehr lustig ist, weil Slippy auch gerade so ein Ausweichmanöver durchführt. So. Also. Habe ich jetzt ein Ei verbraten, weil ich nicht richtig stand? Egal. Positiv bleiben, lieber 1 als 3. So viele Häuser, so viel zu erkunden. Naja, das ist ein Scheigei-Dorf. Okay, zugeben, dieses Haus ist echt merkwürdig. Aha. Vor allem, wer baut in sein Haus freiwillig Stacheln ein? Der Und Typ, wer der mit baut. dem Hintern wackelt. Ja. Die Häuser geben allesamt keinen Sinn. Okay, das ist definitiv wieder ein Besieger aller Gegner und kriegt eine Belohnung Raum. Aha. Ein Schlüssel. Der ist bestimmt für eine Bonustür. Ach übrigens, dieses Kampfminispiel habe ich off-cam gemacht. Das Und. kam. Ich habe ganz knapp gewonnen. Och, ich find's. Okay, ist gut. Es glaube ich, kommt drauf an. Der Schwierigkeitsgrad wurde irgendwo in manchen Leveln angezogen, wenn ich mich an das erste Yoshi erinnere. Also ins Original Yoshi. Ich weiß nicht, im dritten oder vierten Level. Von Welt 2 war das, glaube ich, das erste Mal. Habe ich mich richtig gut geschlagen. Und beim zweiten Anlauf wurde ich so übelst verprügelt, als ich irgendwo in Welt 6 oder so das gemacht habe, weil er irgendwie extrem schnell war und ich ihn nie erwischt habe. Komm mal runter, du. Das halt nicht. Upsa. Schreck mich doch nicht. Das ist so scheiße. Vorhorn dir. Ein extra Leben, la 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 la, ein extra Leben, la 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 la. Münzen, wow. Noch ein extra Zwei extra Leben. Leben. Da ist noch eine rote. Oh, Ah, okay, ich du hättest musste sogar. oder so gebraucht. Gut. 30. Ja, danke. Wieso konnte What? der das abwehren? Wieso dachte ich gerade eben, du wurdest getroffen? Seltsames Spiel. Was war das denn für ein Geräusch? Bam, Kettenreaktion auf Doom. Boom, über eine Kante. Baller hier alles kaputt jetzt. Na toll. Yoshi setzt Eierbombe ein. Die Attacke ist nicht effektiv. Yoshi setzt Schlecke ein. Shy Guy wurde besiegt. So, da will ich durch. Will ich da durch? Ich will da durch. Ich denke, man muss nämlich, um im Level weiterzukommen, da. Ich habe nichts gesagt. Ich habe auch Unten nichts gesagt. lang. Verpiesel dich so. Ey, das war so eine Verarschung. Ich dachte, Man kann es halt nicht vorher wissen, wo man lang muss und wo nicht.
Ja, heul dich. Blödes Baby. Och man, das war wieder so. Nein! Ich hab nicht nach oben gedrückt. Ich meine, der Knirps soll doch froh sein, dass überhaupt irgendjemand sich um ihn kümmert. Ich meine, Yoshi kriegt nicht mehr Elterngeld dafür, geschweige denn Kindergeld. Der Arme. Und die ganzen Überstunden werden ihm auch nicht bezahlt. Ja, komm her, Scheiger, ich brauch dich mal kurz. Okay, die Blume wäre mir gar nicht aufgefallen. Doch, das war ein bisschen sehr... Da ist ein... Okay. Da ist ein Blinkerei. Wo siehst du da ein Blinkerei? Oh, da. Okay, gut. Ja, ja, ich hab das eigentlich gesehen. Ich schaffe auf sowas zu achten. So, jetzt will ich noch dich. Rote Münze. Aus den Blinkereiern kommen übrigens rote Münzen. Aus den roten Eiern auch, oder? Das weiß ich jetzt nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass aus den roten auch welche kamen. Zack. Na komm. Die muss man irgendwie so lange abprallen lassen, bis sie rot werden und dann muss man was damit treffen. Oder kam dann Sternis raus? Ich weiß es gerade nicht. Komm her. Scheiße. Das kann man nicht zufällig mit Eiern machen, oder? Scheiße, ich hab gedacht, ich kann mir die Blume mit einer Blume holen. Wäre auch eine interessante Strategie geworden. Nein, das kann man nicht mit Eiern machen, denn... Ja, stimmt, die kommen da nicht durch. Bingo! Ich hab's mit dem Scheiger hier gerade versaut. Er gibt mir Munition. Ich brauche Eier. So. Du machst den. Du machst den. Okay, bei wie vielen roten Münzen und Blumen sind wir jetzt eigentlich? Oh, da fehlt aber ein bisschen was. Aha. Ich glaube, das Level wirst du auch nochmal offscreen machen müssen. Ja, hat man ja gesehen. Ich habe die eine Blume nicht gekriegt. Gerade eben. Ey, Sache perform. So. Ups und hopp. Wo hast du denn den hingeschossen? Ich habe daneben gehauen, versehentlich. Okay, Münzen habe ich alle. Ich vermute mal, eine Blume wäre noch bei der Treppe gewesen, in dem Raum, den wir leider falsch abgebogen sind. Yep. Mist. Sogar zwei Blumen. Ja, die eine Blume haben wir doch verpasst, haben wir doch gerade eben vor einer Minute gesehen. Ja, und die andere wäre in dem Raum gewesen, denke ich. Sonst würde es keinen Sinn ergeben. Mhm. Mist. Ja, na, 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 na. Zweimal eine schlechte Entscheidung getroffen. Was soll's? So, was kommt jetzt? Ich hab einen epischeren Boss erwartet. Ich dachte auch, aber das ist der Bossgegner aus dem ersten Level. Also aus dem ersten Schloss. Beziehungsweise der erste Mini-Bossgegner, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Du bist sehr oft synchron. Echt? Bei mir bin ich gerade absolut synchron. Das Mann. Ist hier... Ah! Oh, das war knapp. Boom, Headshot. So. Ich dachte, gegen diese Dinger kann man gar nicht hüpfen. Die sahen aus, als wären sie im Vordergrund. Ja, dachte ich. Das glaube ich jetzt nicht. Du bist tot. Sully the Slime's Castle. Ich bin gespannt, wie schnell wir durch Sullys kleines Schloss kommen. Ich hoffe, etwas schneller.
Jetzt fällt mir erst auf, dass wir mit dem blauen Yoshi spielen. Ich mag den blauen Yoshi. Ich mag im Allgemeinen blaue Dinge, weil blaue Dinge sind sehr schön, finde ich. Solange man nicht blau ist. Sonst findet man sehr viele schön. Ich glaube, das ist eine rote Münze ausgelassen. Ja, habe ich absichtlich gemacht, dass ich diesen dummen Affen da erstmal wegkriege. Macht er am Ende noch 4 Schaden. Richtig. Zack und Slack. Autsch. Das war knapp daneben. Aber auch vorbei. Macht nix. Und komm her. Okay, 17 Stellas, das geht doch. Da kommen wir wieder zurück. Das ist eindeutig. Ja. Skelettfisch. Lebender Fisch. Skelettfisch. Och man, soll ich hier zuerst durch die Tür gehen oder durch die da rechts? Beziehungsweise den rechten Weg. Weißt du, was mir auffällt, weil wenn wir Yoshi's Island aufnehmen, muss ich die ganze Zeit gähnen. Vielleicht sollten wir das nicht irgendwie am Abend machen. Ich gehe durch die Tür, weil du mir keine Antwort gegeben hast. Ich habe deine Frage nicht mitbekommen, das tut mir leid. Ob ich durch die Tür oder erst nach rechts gehen soll, das war meine Frage. Aber jetzt bin ich hier durchgegangen. Oh, ich glaube, das ist ein Omnomnom-Fisch. Mhm. Boah. Jupp, der hätte dich auch gerade eben beinahe geomnomnommt. Und dann war das nur optional hier. Okay, dann ist der richtige Weg rechts lang. Gut. Boah, bitte! Den habe ich vergessen. Carpador setzt Platsche ein. Die Attacke war sehr effektiv. So. Warum bin ich denn asynchron, wenn meine Musik hier gerade live spielt? La 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 la. Ach ja, ich höre auf zu singen. Hat keinen Zweck, wenn ich eh asynchron bin bei dir. Wuppa da! Ein wilder Affe erscheint. Also sag mal, wie kommst du denn auf solche Geheimnisse? Mir wäre das nie im Leben aufgefallen. Ja, weil der Affe darunter gefallen ist. Da habe ich mir gedacht, versuch's es doch mal so. Da oben war die Blume. Komme ich da irgendwie doch noch anders ran oder überhaupt gar nicht? Da. Aha. Ich muss timen. Okay. Auf die Idee, komm erstmal. Ich bin gut, was? Ja, das lässt sich nicht bestreiten. Zack. So, wie sieht's denn aus? 6, 2. Wir sind ja noch relativ am Anfang des Levels, von daher. Du wunderst dich einfach nur, wie ich auf all die Geheimnisse komme. Ja, allmählich, so ein bisschen. Oh, mit Action! Ich bin voll daneben gefallen, verdammt. So, zack, ey. Nein, kein Zelda. Och Mann. So, da unten ist nix, okay. Da unten ist höchstens der Tod. Ach, wie der Torpedo abgeht. So ein bisschen wellenförmig. Hängt da so ein bisschen in der Luft ab und so, dann passt das alles wunderbar. Ich meine, abspassende Torpedos, die haben wir doch echt alle total gern. So. Ich hoffe, da habe ich nichts verpasst. Ich denke weniger. Nöp. Der Himmel sieht ein bisschen sehr komisch aus. Naja.
geht so. Ich dachte schon, jetzt kommt wieder ein Scrolling-Abschnitt. Diesmal war da nichts. Ne? Diesmal ist da oben nichts, okay. Boah, bei mir spacken gerade übelst diese schwebenden Steine rum. Mhm, bei mir auch. Okay, ich dachte gerade eben schon, dass es nur bei mir so wäre, aber dann ist ja gut. Zack. Hoppada. So, da. Da braucht man definitiv einen Schlüssel. Mhm. Das war jetzt sehr knapp. Ja, so schwierig sieht das Level jetzt noch gar nicht aus. Für das letzte Level in Welt 2 geht's ja eigentlich noch. Yoshi uses Flamethrower. Die Attacke war sehr effektiv. Wie oft werden wir diesen Spiel noch Pokémon-Jokes machen? Ziemlich oft, schätze ich mal. So, ich will... die Blumen und versaus. Ah, alle Blumen schon mal. Gut, jetzt fehlen mir noch 3 Münzen. Ich hoffe, die kommen noch. Ich hab hier das jetzt... Das sah sehr geheimnisvoll aus. Eine Münze. Und noch 2. Fehlen mir. Und da sind sie. Cool. Dann habe ich hier, da brauche ich mir hier schon mal keine Sorgen machen. Ich muss mich kurz anders hinsetzen. Könnte so. Ich auch sagen. Ich sitze schon seit einer halben Stunde auf meinem Arsch und der tut ein bisschen weh, weil mein Teppich ist nicht ganz bequem, wie ich es mir erhofft habe. Du sitzt auf dem Boden? Ich könnte die Situation gerade mal beschreiben. Ich habe hier meinen Glastisch vor mir. Der so genau, also mein Laptop steht auf dem Glastisch und zwar genau auf Augenhöhe. Das heißt, ich habe ihn perfekt auf Augenhöhe, kann meine Arme strecken und an meine Tastatur gelangen. So. What? Hä? Aber genau, das ist doch unser Endboss. Ja, aber er ist nicht gelb. Jetzt habe ich auch erst, was ich sagen wollte. Lass mich überlegen. Genau. Und weil ich nichts habe, was mich auf Augenhöhe mit dem Laptop bringen könnte, beziehungsweise alles andere mich zu hoch machen würde, sitze ich halt auf dem Boden und kann mir höchstens ein Kissen unter meinen Alterwertesten legen, damit es etwas bequemer ist. Dann mach das doch. Ich habe gerade kein Kissen in Reichweite. Ich habe ein Paradekissen, aber das wird so deformiert. Und das ist eigentlich nur zur Dekoration, da ich Nein! brauche es schon. Ich missbrauche es sowieso schon die ganze Zeit als Kopfkissenstütze. Ja, ich bin bösartig. Boah, ich hasse es. Es hat coole Augen. Ich habe noch ein Ei. Und mit dem schaffe ich es auch noch. Ja, so riesen coole Augen, die sind so putzig. Ist kaputt. Voll süß. Oh mein Gott. So. Das hat mich jetzt ein bisschen verwirrt, dass der aufgetaucht ist, der Gegner. Ja, war halt. Boah, das war jetzt Glück. Ich habe nichts Besonderes gesehen, was jetzt nach Glück aussah, von daher. Die Plattform war gar nicht da. Ich habe die nicht gesehen. Ich bin zufällig auf der gelandet. Und das ist mir in der Schnelle gar nicht aufgefallen. Was war das jetzt für ein Abteil? Ein kurzes Abteil. Und das ist der Bossgegner. Das sieht doch gut aus. Volle Sternpunkte, volle rote Münzen und volle Blumen. Das verspricht einen erfolgreichen Kampf. Oh, ich dachte ja schon, auf solchen Plattformen muss ich gegen das Wabbelvieh kämpfen. Und was hast du zu sagen, Kamek? What do you need these babies? You'll find out in time, that is. That is if Sully doesn't clobber you first. Ich hasse diese Textboxen, die scrollen. Ich verwirr mich immer selber voll, wenn ich den Text nicht richtig sehe. Dum, 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 dum.